Gegengestüt Forstwarz Schergon gab es im neu geschaffenen deutschen Championat der Fünfjährigen auf der Hillerheide keinerlei Opposition. Mit Heinz Wevering trabte der Graf Zeppelin-Sohn auf der 2000-Meter-Distanz mit 1:13,8 einen fantastischen deutschen Mittelstreckenrekord. Erst 6 Längen hinter dem Startzielsieger wurde sein vermeintlicher Herausforderer Ideal, Zweiter vor Henry Corner, Formen und Como. Schergon und Formen an der Innenseite, außen Orkinal, Henry Corner in vierter Position, dann Ideal dicht auf Como und Nui, außen Pamino. Es geht auf Ende gegenüber zu. Alles unverändert. Schergon an der Spitze. Schergon Orkinal. An der Innenseite Formen, dahinter Ideal. Dann Henry Corner, die Pferde sind im Schlussbogen. Schergon weiterhin mit der Führung. Orkinal geht wieder näher heran, noch 500 Meter. Dritte Zwischenzeit 17:1. Es geht auf die letzte Ecke zu. Schergon, Orkinal, außen Ideal, der jetzt angreift. Rasch weiterkommt. Der Einlauf jetzt erreicht. Schergon an der Innenseite. Schergon und Ideal an der Außenseite. Schergon ist im Vorteil, legt zu. Schergon, Ideal, dahinter Henry Corner. Schergon ist sicher vorn. Schergon ist überhaupt nicht zu beeindrucken. Jetzt überlegen, hoch überlegen, Schergon. Dahinter Ideal, Kampf um das dritte Geld. An der Außenseite Henry Corner. Schergon inzwischen mit der Siegerdecke geschmückt. Fährt jetzt in unserem Winner Circle vor. Die Siegerehrung übernehmen Elke und Paul van Elst aus dem Hause Autoland. Für den Trabrennverein Recklinghausen gratuliert der Präsident Herr Friedhelm Dames, gratuliert der Vizepräsident Rainer Kraudelt, Vorstandsmitglied Dr. Hans Mülheims und unser Geschäftsführer Dieter Langkau. Ebenfalls bei der Siegerehrung natürlich das Ehepaar Holzschneider mit Freunden und Bekannten. Für Schergon gibt es jetzt den Kranz.